Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber statt Besinnlichkeit gibt es oft Ärger beim Kauf der Geschenke. Damit das nicht passiert, klärt TAF-Rechtsanwalt Sebastian Axter die wichtigsten Rechtsfragen zum Thema Weihnachtsshopping im heutigen Service Extrem. Es ist kurz vor Heiligabend. Clemens bestellt für seine Freundin schnell noch ein Weihnachtsgeschenk im Internet. Nach langer Suche findet Clemens einen Händler, der die Lieferung von Schallplatten vor Heiligabend garantiert. Trotzdem kommt das Geschenk nicht pünktlich an. Was sind seine Rechte? Meine Rechte, denke ich mal, wäre auf jeden Fall, das zu reklamieren, mein Geld zurückzuverlangen. Oder im gegebenen Fall würde ich jetzt mal denken, dass wenn es später ankommt, dass ich dann nicht zahlen muss. Ja, wenn es mir sicher zugarantiert hat, dann muss er es mir ja liefern. Ansonsten ist ja Geld zurückgarantiert, oder nicht? Es kommt sogar noch besser. Garantiert der Vertragshändler eine pünktliche Lieferung bis Weihnachten und kann diese pünktliche Lieferung nicht einhalten, so macht er sich am Ende schadensersatzpflichtig. Er hat dann ein absolutes Fixgeschäft vereinbart, an das er sich nicht gehalten hat und so eine Vertragspflicht verletzt. Welche Ansprüche das genau sind, dazu gleich mehr im nächsten Fall. Übrigens gelten Angaben wie voraussichtlich und in der Regel bis nicht als Liefergarantie. Clemens findet nun in allerletzter Minute das gleiche Geschenk wie im Internet bei einem Einzelhändler, nur um einiges teurer. Kann er den Aufpreis vom Online-Händler, der nicht pünktlich geliefert hat, als ihm zustehenden Schadenersatz geltend machen? Ich denke, man kann den Händler nicht dazu zwingen, die Mehrkosten zu übernehmen. Wenn ich jetzt in einem Geschäft die Schallplatten sehe, kosten zum Beispiel 15 Euro, im anderen Geschäft 20 Euro, kann ich von dem Geschäft auch nicht die 5 Euro verlangen. Falsch gedacht, es kommt viel besser. Unser Rechtsanwalt klärt auf. Man kann vom Online-Händler verlangen, die Mehrkosten zu bezahlen, wenn man in letzter Minute das Geschenk woanders kaufen will und dafür auch Mehrkosten bezahlen muss. Man kann dann vom Online-Kaufvertrag zurücktreten. Und was wäre, wenn Clemens keinen Ersatz für das zu spät gelieferte Geschenk gefunden hätte? Er versucht, die verpatzte Situation mit einem Gutschein zu retten. Allerdings ist Cornelia stinksauer. Damit ist Heiligabend gelaufen. Gibt es so etwas wie einen zusätzlichen Schadenersatz wegen entgangener Festfreude? So ein Geschenk gehört für mich dazu. Und ja, wenn meine Freundin dann sauer ist, wäre ich nicht so zufrieden damit. Also ich glaube, eine gesetzliche Regelung gibt es da nicht. Ich denke eher, dass der Händler da eher Kulanz zeigt, um eben die Kunden zufriedenzustellen. Es gibt keinen Schadensersatz wegen entgangener Festfreude, weil dabei kein Vermögensschaden entsteht. Im deutschen Gesetz sind Schäden, die nicht Vermögensschäden sind, nur ersetzbar, wenn es eine Norm dafür gibt. Das gibt es aber bei entgangener Festfreude nicht. Nächstes Problem. Clemens hat zwar rechtzeitig ein Geschenk für Cornelia besorgt, vor Freude zerreißt sie beim Auspacken aber auch die Originalverpackung. Das Gerät will sie aber nicht behalten, sondern lieber wieder zurückschicken. Aber gilt bei einer Rückgabe ohne Originalverpackung trotzdem das 14-tägige Rückgaberecht beim Online-Kauf? Raten Sie doch mal mit. A. Die Ware muss auch ohne Originalverpackung zurückgenommen werden. B. Es gibt nur Anspruch auf einen Gutschein. C. Ware ohne Originalverpackung kann nicht zurückgegeben werden. Online gekaufte Weihnachtsgeschenke können auch ohne Originalverpackung an den Verkäufer zurückgesendet werden. Das ist im deutschen Gesetz so geregelt. Selbst wenn der Verkäufer eine AGB in seinen Verträgen hat, die beschreiben würde, dass eine Rücksendung nur mit Originalverpackung möglich ist, wäre diese Klausel rechtswidrig. Das Widerrufsrecht kann allerdings auch durch Entfernen der Originalverpackung erlöschen. Das ist zum Beispiel der Fall bei versiegelter Ware, CDs oder DVDs. Also trotz Vorfreude auf das Geschenk lieber vorsichtig auspacken. Cornelia ist auf der Suche nach Geschenken. In einem Laden lässt sie die Ware zurücklegen. Als sie nach ein paar Stunden zurückkommt, hat die Händlerin das Produkt allerdings schon an jemand anderen verkauft. Wäre die Verkäuferin nicht verpflichtet gewesen, diese Ware zurückzuhalten? Ja, mega ärgerlich, wenn sowas passiert. Ich glaube aber nicht, dass ich dafür ein Recht habe. Der Händler muss das Produkt ja nicht an mich verkaufen. Der kann ja sich seinen Käufer auch aussuchen. Welche Ansprüche hat Cornelia gegen die Verkäuferin? Als leer ausgegangener Kunde hat man Pech gehabt. Denn das Zurücklegen einer Ware ist noch keine verbindliche Kaufzusage. Erst wenn eine Anzahlung geleistet wurde, gilt ein Kaufvertrag als geschlossen. Schon ein paar Wochen vor Weihnachten haben Clemens und Cornelia ein Geschenk für die Schwiegereltern gekauft.
Aber dabei gibt es ein Problem. Sollte die Vase an Heiligabend nicht gefallen, wäre die Umtauschfrist schon verstrichen. Also steht folgende Frage im Raum. Doch besser kurz vor knapp kaufen und das Risiko eingehen, dass das zu kaufende Geschenk nicht mehr verfügbar ist? Oder gibt es eine verlängerte Umtauschfrist zu Weihnachten? Grundsätzlich muss im Einzelhandel ein Verkäufer eine Sache nur dann zurücknehmen, wenn sie mangelbehaftet ist. Vor Weihnachten vereinbaren die Verkäufer meist jedoch ein bedingungsloses Umtauschrecht. Bei Online-Käufen gibt es gesetzlich ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. Zum Schluss noch Achtung vor dieser Abzockmasche. Gerade vor Weihnachten versuchen Betrüger, Pakete an Personen zu schicken, die sie gar nicht bestellt haben. Durch den Versand der Ware hoffen sie, dass der Adressat das Geld gutgläubig auf ihr Konto überweist. Auch Clemens erhält solch ein Paket. Muss er die nicht bestellte Ware zahlen, dafür alles kostenlos behalten, oder muss er das Paket zurückschicken? Man muss das Paket schon zurückschicken. Ja, ansonsten ist es ja sowas wie Diebstahl. Also ich werde es zurückschicken, nicht auf meine Kosten, da es ja nicht, ich es ja nicht bestellt habe und es auch nicht mein Wunsch war. Und was sagt Rechtsanwalt Sebastian Axter zu dem Fall? Erhält man eine Ware, die nicht bestellt wurde, muss man keiner Zahlungsverpflichtung nachkommen, da kein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Man muss die Sache auch nicht zurückschicken und kann sie gegebenenfalls, wenn sie einem nicht gefällt, auch entsorgen. Also, wer nicht auf die Masche reinfallen möchte, unbestellte Ware nicht bezahlen. Nur wer den Online-Händler anschreibt und sich bedankt, hat den Kaufvertrag offiziell angenommen. Das verpflichtet zur Zahlung.